Auch da sind nur noch drei. Ah. Okay, gucken wir uns erstmal das an. Hier scheinen einmal vor langer Zeit schwere Kämpfe stattgefunden zu haben. Wenn ihr die Augen schließt, meint ihr noch den Schlachtenlärm vernehmen zu können. Morkas altes Schwert in den Boden rammen. Okay. Als ihr die Klinge in die Erde senkt, beginnt ein Raunen und Wispern, um euch zu erklingen. Der Schlachtenlärm wird nun deutlich hörbarer. Oh je, was habe ich getan? Irgendein Geisterruf-Ding da. Gott, die hauen aber zu. Gar nicht gut. Kann ich sie schnell töten? Unsere Truppen sind eine Stufe aufgestiegen. Das ist. Was habe ich denn da gemacht? Ich hätte es nie tun dürfen. Ich hätte es wirklich nicht tun dürfen. Das war ein Fehler. Ein ganz großer Fehler. Die schnetzeln meine Truppen hier weg. Die haben halt nicht viel Leben, wie es scheint. Aber die machen unheimlich viel Schaden. Scheiße. Ich werde mal laden. Läuft nicht gut. Ja. So, jetzt sind wir wieder an diesem Punkt zurück. Das ist in Ordnung. Muss definitiv besser werden, ansonsten wird das jetzt so nicht viel führen. Planänderung. Planänderung sieht vor, wir gehen nicht erst in diese südliche Region, das können wir auch später noch machen, wenn wir hier ein bisschen mehr Ruhe haben. Wir werden jetzt erstmal weiter die KI-Gegner unter Druck setzen, indem wir jetzt einen weiteren Vorposten da oben zerstören. Wir schlagen uns so mehr oder weniger Etappe für Etappe näher an ihr Hauptlager heran. Irgendwann stehen wir dann direkt vor ihren Toren und dann ist das ein ganz anderer Schnack als jetzt. Also der Felsenturm muss hier definitiv weg. Die Arbeiter kann ich im Prinzip ignorieren. Da ist noch alles in Ordnung. Na, hier sind nur die. Hier ist nach wie vor alles einigermaßen okay. Sehr schön. Konnte Jared nicht auch mal heilen? Kann sein, dass es schon eine ganze Weile her ist, aber er konnte es mal. Feiner Buckler. So, hier ist jetzt Lenia. Und da werde ich jetzt mal eben meine Leutchen hinsenden. Denn die können das mal eben freikämpfen. Und du baust jetzt hier mal noch Veteranen dazu. Ich will es eben nur freikämpfen. Wobei man natürlich sagen muss, Lenia ist jetzt nicht wirklich ein Gut, das jetzt besonders knapp ist bei mir. Eigentlich habe ich davon nämlich mehr als genug. Aber wir müssen uns das offen halten. So, jetzt sind wir hier. Weit ist es nicht mehr. Das Lager ist schon direkt hier vorne. Wenn das Lager fällt, dann haben wir ziemlich viel Luft. Wobei ihr seht ja schon, dass die Karte noch relativ groß ist. Das ist sie auch wirklich. Da haben wir einen Drachenschrein. Östliches Bestienlager. Und da fängt es nämlich auch schon an. Hier ist es. Das ist dieses große Bestienlager. Mit Türmen und allem drum und dran.
Ich werde jetzt mal eben Folgendes machen. Ich werde mir meine Geschwister dazu holen. Das ist riskant. Das ist riskant, weil dann die Verteidigungsmacht, die wir zu Hause haben, viel geringer wird. Gott. Das ist jetzt natürlich blöd. Die Harpie muss definitiv weg. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wer von meinen Geschwistern hier ist und wer nicht. Boa ist hier, das ist gut. Kannst das einmal wirken. Wer ist noch hier? Mordecai, Shai. Ja, okay. Und der Rest ist drüben bei mir. Ist in Ordnung. Nein, komm zurück. Komm zurück, wir müssen gemeinsam angreifen. Ansonsten wird das nichts. So, du musst geheilt werden. Ich glaube, die haben gerade einen Großteil ihrer Truppen eingebüßt. Eigentlich ganz zufriedenstellend. Der Turm ist schon mal weg. Wo ist die Harpie? Da ist die Harpie. Die Harpie ist weg. Mit allem, was wir haben. Und dann können wir hier weitermachen. Vielleicht sollten wir erstmal den platt machen. So. Wir brauchen ein bisschen Verstärkung. Ich werde da auch mal direkt was hinschicken. Na, solange du nur auf Bohr gehst, soll mir das recht sein. Der Gute hält eigentlich genug aus. So, die kann man eigentlich wegsnipen. Und wir sehen, wir haben hier noch ein Silbervorkommen von 20.000. Wenn wir es im Grunde schaffen, diese Silberquelle hier einzunehmen, dann sollten wir da eigentlich nie wieder ein Problem kriegen und auch Stein und alle anderen Ressourcen hier mehr als genug vorhanden. Warzenhaut und Strombestien Level 20 ist natürlich eine gewisse Macht. Aber wir können mal gucken, ob wir die nicht vielleicht... Wie viel Leben hatten der... 1000, okay. Das ist natürlich nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Oh, zwei von denen sind weg. Hier, kommt mal bitte her. Ihr müsst hier mal ein bisschen mithelfen. Oh, Jared. Schwarzenhaut ist tot. Und unsere Truppen steigen die Stufe auf. Großartig. So, und jetzt geht's ans Zerprügeln hier. Zerschlagt einfach mal alles, was ihr hier findet. Die Söldner gehen mal bitte hier hin und unterstützen hier. Diese Silberquelle ist gleich ausgeschöpft. Das bedeutet, ja, wir können im Prinzip die Arbeiter hier schon hier hochschicken. Auch hier ist nicht mehr viel zu holen. Die werden wir auch hochschicken. Es ist ganz typisch, also wir berauben Mutter Natur nach und nach all ihrer natürlichen Rohstoffe. Weil wir es können. Wehrt sich ja nicht die Gute. Oder nicht genug. Bei Schlüsselfragment? Der Ortführer hat einen Teil des Schlüssels. Sieht jo, so aus, das hat er. Als kämen wir doch noch in die Stadt, Brüder. Ich werde oben am Weg Ausschau halten, ob die Orks auch den zweiten Teil erbeuten können. Ja, tatsächlich verschwindet er. Okay. Hier sieht's ganz gut aus. Wir haben außerdem noch eine Bestienhaut bekommen. Ich denke mal, dass die für einen Quest später noch gut sein wird. Wir haben da ja sowieso noch einiges zu erledigen. Was hat das denn? Das sah ja merkwürdig aus. Worauf gehen wir denn mal? Schwere Rüstung würde mir ja noch gefallen. Das machen wir auch mal. Dass wir da einfach ein bisschen mehr Trefferpunkte dann am Ende haben werden. So, ja, damit haben wir eigentlich schon das erste große Lager zerstört. Aktuell würde ich sagen, läuft es ja ganz gut.
Wir können noch eine ganze Reihe von Einheiten produzieren. Ich werde mal ein paar Schamanen andenken und ein paar Veteranen, die wir noch hier hinkommen lassen. Dann können wir da demnächst in die zweite Richtung ausschwärmen. Wir können uns um das andere Lager kümmern. Wir haben sie eigentlich relativ gut unter Kontrolle gekriegt, muss man sagen. Es hat eigentlich ganz gut geklappt. Das Gute ist eben, dass man von dieser Seite aus dann eben auch nicht mehr behelligt wird. Also hier geht es nicht weiter, das ist im Prinzip ein Dead End. Und da kommt dann einfach nicht mehr. Deswegen werden wir jetzt hier auch keine Einheitenproduktionsgebäude bauen oder so, weil es einfach nicht nötig ist. So, der ist auch weg. Wir können jetzt nochmal hier hinkommen. Dann können wir ja schon mal hier was bauen. Ein Steinnetz. Hier sind es auch tatsächlich 5 Rohstofffelder. In unserem Lager sind es ja nur 4. Das ist doch schon eine deutliche Verbesserung. So. Wir können jetzt eigentlich mal in die Richtung gehen und die Geisterquest machen. Die Truppen, die ich jetzt da habe, sollten vielleicht genügen. Ich weiß gar nicht, welche Quest genau das war. Versteckte Ermittlungen. Magnetsplitter, Haus, Blutrache. Geister der Legion, auch hier. Ja, wir können die Quest ja mal machen. Wird uns schon nicht umbringen. Nicht so wie eben. So, und damit haben wir jetzt hier auch alles ausgeschöpft. Wir können noch eine Schweinezucht bauen. Wir sammeln jetzt hier einfach mal unsere nächsten Truppen. Für den nächsten Angriff. Wir können ja theoretisch sogar... Die kann ich eigentlich schon abziehen. Wir können die tatsächlich... Wir können die ja mal ein bisschen vorziehen. Ich meine, das sind mehr als genug. Die müssten eigentlich mit allem, was hier so kommt, müssten eigentlich klarkommen. Ja, und da sieht man mal die Macht der Axtwerfer. Einmal Fokus feiern und alles ist weg hier. Selbst der Turm bleibt da nicht lange stehen. Ja, wir behalten die jetzt mal hier. Die sammeln sich hier. Ihr kommt jetzt mal hier. Holt euch den Silberwolf. Ja, die Helden machen halt auch unglaublich viel aus. Und das werden wir jetzt gleich hier bei dieser Geisterlegion auch wieder sehen. Jetzt habe ich bei denen schon 2 Fähigkeitspunkte, die ich nicht eingesetzt habe. Da muss jetzt mal irgendwas passieren. Wir werden mal leichte Waffen nehmen. Und dann geht er automatisch hier auf schwere Waffen, weil das einfach Boas Ding ist. Bei Lya gehen wir auf Elementarmagie und es geht sofort auf weiße Magie. Was hat sie dann jetzt für Zauber drin? Vergeltung, Hypnose. Das macht die sowieso automatisch, wie ich gerade sehe. Hier gehen wir auf... Leichte Waffen, oder? Leichte Waffen. Und danach gehen wir auf... Nochmal auf leichte Waffen. Bei Shai... Mentalmagie. Und der dritte geht direkt... Oder der zweite geht direkt auf Elementarmagie. Und bei ihm müssen wir nichts machen. Ja. Damit wäre das auch erledigt. Ich weiß gar nicht, was das hier für Brüder sind oder so. Vielleicht gegeneinander gekämpft. Weiß man auch nicht so richtig. Ein paar Veteranen, die wir dazu gesellen können. Du bist jetzt auch mittlerweile echt groß, echt stark. So, dann guckt euch mal an, was das hier ist. Gewaltiger Schädelspalter. Was gibt es Schöneres, als beim beginnenden Frühling ordentlich Schädel zu spalten? Nichts. Ich mag dieses Rot, wenn es so aus der Schädelplatte hervorquillt, wie so ein Springbrunnen. Fehlt nur noch irgendwie so ein Trog, dass ich alles auffangen kann. So. Fokus. Die Poste hat Boa jetzt. Das ist interessant.
What? Schnell gegen das denn. Alter, was ist hier los? Das ist doch komplett verrückt. Das ist komplett verrückt. Wie mächtig sind die denn? Das ist ja verrückt. Wirklich. Ich habe mir jetzt nicht genau den Schaden angeguckt, den die machen. Aber ja, dann hauen wir ab. Dann lassen wir das. Dann werden wir jetzt hier einfach stürmen. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Richtung die kamen, leider. Da oben ist noch Silber sogar. Aber ich bin mir sicher, dass wir mittlerweile kein Silber mehr brauchen werden. Sehr sicher sogar. Würde mich sehr stark wundern. Und auch Lenia. Ist ein bisschen Quatsch. Ja. Da haben wir doch das, was wir gesucht haben. Da kommt auch so ein bisschen Gegenwehr hier. Minimalst. Da ist auch übrigens hier ein Arbeiter mitgekommen. Ja, vielleicht kann er das eine oder andere Gebäude noch hochziehen. Da kommen so ein paar Süße hier. Die denken wahrscheinlich, sie könnten irgendwas reißen. Oh. Ganzer Haufen Veteranen hier, den wir noch mitschleppen können. Oh, 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 oh. Das ist. Ja, wobei, die sind gar nicht so stark. Da habe ich mir jetzt natürlich einen guten Zeitpunkt ausgewählt. Ne? Die stürmen einfach auf alles zu, was da gerade mal so steht. Klar. Sind aber nur halb so stark, wie sie aussehen. Wenn überhaupt. Komm aber nicht drauf, Chor. Nice. Kannst du doch was. Was hatten wir denn hier Feines? Das wäre der alternative andere Weg gewesen von hier. Oder? Ja, von da unten. Komische Schalen. Boah. Paar Fernkampfwaffen. Warum nicht? Wir können jetzt unsere Mächte hier vereinen und dann die Gegner einfach umwalzen. Ich denke mal, dass das hier vorne der Pfad nach oben ist. Interessiert uns jetzt aber noch nicht. Wir sind aber schon ganz weit gekommen eigentlich. Wenn man jetzt mal überlegt, das sind jetzt gerade mal zwei Videos. Wir haben einen guten Teil schon geschafft. Allerdings haben wir es ja auch hier noch mit dem Geist der Schmiede zum Beispiel zu tun. Also da wartet doch noch ein bisschen etwas auf uns. Aber diese Geister sind ja wirklich mal krass, oder? 0,nix haben die irgendwie alles umgezimmert. Ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Einheiten. Da müssen die erstmal was entgegensetzen können. Wenn ich jetzt mal das andere Lager so als Maßstab nehme, dann kann da eigentlich nicht besonders viel kommen. Da ist er. Da ist Zarlin. So, da fängt es nämlich schon an hier. Das einzig Wichtige ist wieder schön die Harpien rausfischen. Oh Gott. Zurück. Habt ihr das gesehen? Die haben sich richtig Einheiten aufgehoben hier. Da klopft jetzt gleich eine richtig große Truppe an. Guck mal. Ich meine, prinzipiell dürfte das trotzdem kein Problem werden, aber es ist schon. Wir haben einfach viel zu viele Veteranen, als dass sie irgendwas reißen können. Kannst du mal da heilen. Zeit kann man da heilen. Ein bisschen aushelfen.
Ja, wir haben echt guten Backup hier durch die Axtwerfer und alles. Ja, und das war's im Grunde schon. Also die große Armee von denen ist weg. Die Sirene steht natürlich noch da, als besonderer NPC. Ja, da. Sehr schön. Wie viele Sirenen da sind, oder Beherrscherinnen, viel eher. Verrückt. Die sind ja vollkommen durch, die Guten.